Erste Wortmeldung, Abgeordneter Otto. Nun steht die zweite Dienstrechtsnovelle 2016 auf der Tagesordnung. Sie ermöglicht es, Zeuginnen und Zeugen im Disziplinarverfahren in getrennten Räumlichkeiten audiovisuell zu vernehmen, wenn dies nötig ist. Derzeit ist das nur in bestimmten Fällen bei Minderjährigen zulässig. Erster Redner Otto Pendel, Sicherheitssprecher der SPÖ. Abschluss geht's, das weiß ja jeder, für die öffentlich Bediensteten ab 1. Jänner. Die Frau Kollegin Karl wird dann also noch einen Abänderungsantrag einbringen, weil sie sich zwischen den Verhandlungen und dem Ausschusstermin halt tabellenmäßig nicht ausgegangen ist, dass wir das zusammengebracht haben. Aber es sind in Wirklichkeit im Großen und Ganzen die Tabellen der Gehaltsansätze. Wobei wir eine Frage hier mit behandelt haben, um der Verwaltung und auch die Rechtssicherheit für die einzelnen betroffenen Kollegen auch rasch Rechnung tragen zu können. Alle wissen die Problematik MBU 2 auf MBU 1. Jetzt ist darum gegangen, wie leiten wir die über. Es sind sehr viele individuelle Laufbahnen. Jetzt haben wir geschaut, dass wir von den rund knapp 2.500 Betroffenen 2.200 so jetzt gerundet per Gesetz überleiten und die ungefähr 160 oder was müssen wir halt dann mit Einzelbescheide machen. Ich glaube, das war eine Konsensmaterie auch, wo alle gesagt haben, schauen wir, dass wir das im Interesse der Betroffenen zusammenbringen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit, tue das immer sehr gerne, bei den öffentlichen Bediensteten generell mich sehr herzlich bedanken, weil wir knapp vor Weihnachten natürlich sind, ganz speziell bei unseren Parlamentsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei den Clubmitarbeitern, bei unseren Barmis, bei allen, die ständig für uns da sind. Alles erdenklich Gute und ich wünsche uns gemeinsam eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Alles Gute. So, Otto Pendel, Sicherheitssprecher der SPÖ.